Herzlich willkommen zum neuen Part von Let's Play Super Mario Land 2 6 Golden Coins. Wir sind da erfolgreich weitergekommen. So langsam hast du den Dreh raus, ne? Sehr langsam. Sehr langsam, aber immerhin. Sehr langsam. Ja, so sieht's aus, aber so langsam wird's. Oh. Und dann willkommen alle, schön, dass ihr da seid zum neuen Part. Ihr habt mich begrapscht! Das war Entschuldigung. Vom letzten Part. Also er ist dumm. Man hört es auch schon bei dem, was er sagt. Wieso gibt ihr euch das eigentlich, Leute? Ich weiß es nicht. Ist doch so. Ich meine, was hast du gesagt? Nur Burger und Käse. Also, viel Spaß beim nächsten Part jetzt hier. Hä, Burger und Käse ist wichtig für die Menschheit. Ach ja. Ich verstehe nicht. Er hat irgendwie mangelndes Verständnis für mein Bedürfnis nach Burger und Käse. Und ja, ich speichere gerade dreimal, weil ich Angst habe, dass ich das statt das Spiel zu laden, das Spiel speichere und das ist dann nicht gut. So. Floink. Guck mal, wir wachsen die ganze Zeit. Inzwischen sind wir so groß wie ein Bücher. Ist das dein Scheiß Ernst? So. Wie ein Buch hoch. Also, ich meine, vorhin waren wir noch Ameisengröße. Schon interessant. So. So. Ja. Manchmal gibt es so Momente, da fragt man sich, was will man vom Leben, und dann stellt man so fest, eigentlich nicht so viel. Eigentlich bin ich nur hier, weil ich wüsste nicht, wo sonst hin mit mir, und dann denkt man sich so, umbringen, aber ich meine, ist ja auch nicht das Wahre jetzt. Also ich meine, tut ja weh, ne? Ach ja. Nein. Burger und Käse. David. Hast du was gegen meinen Burger und Käse-Fetisch? Vor allem Käse. Mach mir einen Hotdog. Was ist das? Was ist das für ein Item? Dieses M. Masterplan. Mikasa Ackermann. Ich guck zu viel Attack on Titan. Ne, tue ich gar nicht. Ich guck gar nicht mehr Attack on Titan. Sieht man mal. Boah, Leute. Da braucht man jetzt echt viel Geduld. Da kommt der an und da springt er hoch und da ist er erledigt. Jawohl, so muss das aussehen. Okay. Nur zur Information, mir geht's partiziell gut. Aber halt nur partiziell. Für alle, die das nicht wissen, teilweise. Teilweise. Sehr teilweise, aber teilweise. Brauche ich das noch für das Level? Keine Ahnung. Das Item war auf jeden Fall mal cool. Ihr habt mir es weggenommen, ihr Vollidiotis. Aha, ich denke nicht, dass sie das Item so platziert haben, dass man das nicht brauchen kann, sondern eher so, dass man es braucht. Das würde eher Nintendo entsprechen. Weil die produzieren schwierige Spiele für kleine Kinder. Einfach damit, nur damit sie sich so. Ich frage mich, ob sich die Nintendo-Chefs immer lachend den Bauch halten, wenn sie daran denken, wie viele Kinder sie so quälen die ganze Zeit. Hashtag all day long. Load game. Irgendwie. Ja, langsam habe ich.
Langsam habe ich den Dreh raus, aber halt leider viel zu langsam. Merkt man auch hier direkt. Ey, du Wichskind. Gib mir mein One-Up zurück. Buh. Ich klaue deine Servietten. Muss man mal davon ausgehen, dass der Gumpa ein Fastfood-Restaurant hat, aber... Ich klaue deine Servietten. Ich meine, bei einem Gumpa, hallo, als könnte der irgendwo anders arbeiten als bei Bowser oder bei einem Fastfood-Restaurant. Also, der hat safe eins. Ich kenne mich mit solchen Halunken aus. Der Gumpa und sein Fastfood-Restaurant, wie wollen wir es nennen? Gumpas Fastfood-Bude? David, nein. Wie dann? Burger Kling. Burger Kling. Burger Kling. Vielleicht heißt er ja mit Nachnamen Kling. Und dann ist Burger Kling ein guter Name. Vielleicht heißt er aber auch nicht mit Nachnamen Kling, dann ist es nicht so ein lustiger Name. Ach Quatsch, das ist ein Gumpa, der heißt safe mit Nachnamen Kling. Es ist doch, auch wenn man sich die Historie der Mario-Spiele anguckt, quasi eine logische Schlussfolgerung, dass alle Gumpas mit Nachnamen Kling heißen. Okay, nein, ich gebe zu, ich habe noch nie irgendwo irgendeinen Hinweis darauf gesehen, dass die Gumpas mit einem Nachnamen heißen, geschweige denn, dass dieser Kling lautet, aber... Kling. Glöckchen, Klingelingeling. Ich muss ganz kurz, sorry. Sag irgendwas. Ich sag irgendwas. Also, aktuelle Situation. Mein Freund fummelt irgendwas auf dem Bildschirm rum und ich soll irgendwas sagen. Tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack. Lass dir ruhig Zeit, David. Tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack-tick-tack. Mach dir keinen Stress. Also, so, du Riesenarschloch, ich wollte dir nur mal dafür danken, dass du immer so zuverlässig ein Riesenarschloch bist. Laberstil. Ich laber, was ich will, lass mich. Alles verschlaberstil. Zu viel. Das ist auch schön. Aua. Kritisch, kritisch, lustig, tralala. Hast du gesafestellt? Bist du bescheuert? Noch nicht mitten im Level. Aber die Maus doch sind kurz vorm Ende. Ha? Hast du das nicht gesaved? Sehe ich so aus? Wie bist du jetzt hier zurückgegangen? Du hattest doch 5 Leben. Ganz einfach. Es macht viel mehr Sinn, diese Leben aufzubewahren, quasi so. Weil dann muss man nicht so oft saven, zwangsläufig, wenn man mal keinen Bock hat zu saven. Oder auch wenn die Freunde mal kein Geld für Mittag dabei haben, würde ich mich aufessen lassen. Fuck. Ich bin ein Hardcore-Gamer.
So, ich bin Hardcore und bei der GEMA, also Hardcore-GEMA. Zack, zack, zack. Ja, leck mich doch am Zykli. Was kannst du eigentlich? Du bist ein Gumpa. Mit Flügeln. Ich bin tot. Aber nicht wegen dem Gumpa mit Flügeln. Mit der Melassen. Nur zufällig. Auch wenn die Freunde keinen mit... Okay. Würde ich mich Uff essen lassen. Wofür hat man denn Freunde? Außer damit sie einen Uff essen. Und was haltet ihr so von? Habt ihr auch schon mal darüber nachgedacht, euch von euren Freunden Uff essen zu lassen? Hier auch nicht. Ich glaube, ihr seid am Ende komplett verwirrt, wo ich herkomme. Wegen diesem lustigen Wechsel zwischen Fake-Berlinerisch und Bayerisch und... kurze Fix nochmal. Nein! Diese Zielgenauigkeit. Aua. Lustig, lustig, tralalala. So schwer bist du nicht halt. Halt, stopp. Ich bin's, der Andreas. So, letten wir mich mal in Ruhe. Ich will hier auch nur entlang gehen wie jeder normale Mensch. Ich bin ein Klimpner. Lass mich. Ist das mein Handy, das da klingelt? Ihr müsst wissen, ich bin in seinem Keller eingesperrt. Und darf auch keine Anrufe aufnehmen. Das ist dein Vater. Willst du dran gehen? Ja. Da musst du es in Ruhe. Nein, ich gehe dran. Das. Ja. So, dann. Ja, wenn er am Telefonieren ist, bin ich einfach mal kurz dran hier. So, ich bin halt nur geübt und muss erstmal mich komplett hier an die Steuerung und alles hier dran gewöhnen. Deshalb keine Garantie, dass das jetzt hier halt richtig schief laufen wird. Also keine Garantie, dass es nicht tun wird, weil es wird es einfach. Aber hier ist das von Level, da kann man sehr einfach, wenn man es nicht gerade übelst bindet, anstellt sehr easygoing Herzen zu sein, außer man heißt David und kommt mit der Jump'n'Run-Tastatur nicht so rest. Joa, es probiert einfach mal ein Glück, aber es kann nichts verspressen. Übrigens, wenn man lange auf Y drauf bleibt, macht man einen sehr großen Sprung. Was vielleicht gut zu wissen ist für meinen Freund, weil der ja vorhin gefragt hat, verdammt. Ho2, werd groß. And that's how you can get groß. So gut Deutsch. Es gibt, glaube ich, auch irgendeine Taste, auf der man sprinten kann, wenn mich nicht alles täuscht. Aber da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ja, den Item kann man fliegen. Das ist hier das Tanuki-Item aus Super Mario Bros. 3. Fuck. Zum Beispiel, Hauptsache, man springt erstmal zweimal dagegen und verliert halt. Da ist ein Herz. Alles, was einem gehört. Fuck it, ey. Nee, die hole ich mir jetzt nicht. Das macht Fabian gleich wieder, wenn er da ist. Wenn er nämlich gezielt auf Herzenjagd geht, weil ich verreck eh früher oder später jetzt dann gleich. Wenn du einfach only just like to go to the bell. Because I like to ring the bell, because it's cool to ring bells. We all know it. So, komm, Gumpa, werd kaputt, so sieht's aus. Hier ist meist die Anhalt gefühlt überall Zeugs hinterher. Wie auch zum Beispiel hier auf dem Boden, weshalb man, ich dachte gerade, da wäre ab, irgendwie hier Abgang, hier schlimmste Tötungseinrichtung, aber doch nicht. Ja, hier wäre es mal sinnvoll springen zu können und ui, das ist ja richtig scheiße hier. An dieser Stelle sind wir verreckt, aber ich glaube, er tut es eh beißen. Ich habe keine Ahnung, ob er es gespeisert hat. Ich hoffe es mal für ihn.
Jetzt haben wir nämlich eh ein kleines Problem hin. Aber I mean, why not? Er müsste, sollte, dürfte es eigentlich getan haben. Dann sammeln wir hier erstmal so ein paar Münzen ein. Und hier fahren wir gegen Dorn, ne? Das war mir nichts. Deshalb einfach mal Siedelstrebig in die andere Richtung laufen. Um zu hoffen, dass es funktioniert. Oh, come on. Nee, gegen so eine Scheiße. Ich bringe es hier immer. Und dann bin ich der Dumme. Der Fehler macht. Was ähnlich, dass mein Kollege die ganze Zeit eigentlich telefoniert. Haben wir das Angst, dass er wiederkommt. Sonst habe ich das Problem. So. Geh weg, Gumper. Ach, wir machen erst ab hier. Ach, gut. Das setzt mich tatsächlich nicht mal ganz zurück. Das ist angenehm. So, ach, das war die Stelle, ich erinnere mich. Und jetzt wird's halt richtig lustig, im Sinne von nicht lustig. Weil die hat halt... fuck it, ey, das heißt, es wäre es. Weil wenn man dagegen so ein Gumpas bringt hier. Also dumm, um zu... leben ist. Wie ist es? Ihr seht es an diesen Sachen, die sind erst böse. Ihr seht es selbst nicht besser, aber bei meiner Verteidigung, ich bin die Steuerung nicht gewohnt und mein Kollege ist sie wenigstens gewohnt, der gerade wieder reinkommt. Ei. Was? Ja, und ich habe jetzt einfach hier weitergespielt und gesehen, wie es lästig war. Hier, lad die deinen Speiser-Stand, whatever you want. Lad und dann Rico weiter. Wenn ich so denke, wenn nicht, habe ich einfach als für das gelabert. Also hoffentlich ist der Cut gesetzt worden. Wenn nicht, habt ihr mich labern gehört. Genau. Wenn nicht, habt ihr ihn labern gehört. Und ich lade mir einfach meinen Speicherstand und mache weiter. Genau. Oh nein. Ich spiele. Übrigens, wenn du, was sagst du ja, wenn du Y gedrückt hältst, also umso länger weiß, du drückst, umso höher fliegst du und so weiter. Papa, ja, so. Genau, du kleine Dampfnudel. Nennst du deinen Vater? Ja, natürlich, wer nennt seinen Vater denn bitte nicht kleine Dampfnudel? Aber, ich habe das gute Recht, dich kleine Dampfnudel zu nennen. Na dann. Ist ja alles gut. Aber ich wollte nur sagen, ich habe nach meiner Spielzeit die Spielmechaniken durchaus zumindest mal in den Grundzügen verstanden. Es sind nämlich nur 5 Mechaniken. Leertaste und die 4 Pfeiltasten. Wobei eine von diesen Pfeiltasten nur für eine Sache benutzt wird, und zwar für Röhren nach oben. Wo man dann springen muss gegen diese Röhre und im genau richtigen Moment muss man die Pfeiltaste nach oben drücken. Leckt's mich doch am Arsch. Wer hat sich den Mist ausgedacht? Floink. Schwarzen Kaffee. Ich guck zu viel Family Guy. Ich kann mich nicht bewegen, ne? Ich wollte es nur gesagt haben. Ach so, ich kann mich nicht bewegen, bevor die Maus kommt. Lol. Ja, genau. Was ist der Vorsicht gesaved hier? Nö, warum? Damit du es nicht bis dahin alles nochmal neu machen musst? Schwarze Kaffee. Er hat mich gerade Problemkind genannt. Ich bin überhaupt nicht beleidigt, weil wir sind schon so lange Freunde und... aha. Oh Gott. Hashtag leck mich doch am Arsch. Wichtig bei dem Satz ist vor allem aha. Ha! Du Zwerg, du Gnom, du! Damit bist du gemeint, David. Floing. So. Floing ist für alle, die das
für die das der erste Part ist, ist mein Lieblingswort. Habe ich gerade für mich entdeckt. Klingt auch sehr. Euer erster Part ist, würde ich euch raten, die alle nachzuholen. Sind sehr informativ und witzig. Ich würde euch raten, sie nicht nachzuholen. Sie sind weder informativ noch witzig, sondern einfach nur traurig. Weil man nehme mein jetziges relativ geringes Skill-Level, ja? Und nehme davon 80% weg. Ich weiß nicht, an die, die Grex Tagebuch gelesen haben, den ersten Teil, da wo er die Schwimmen für beim Schwimmen die Plakette dafür, am Ende den Pokal dafür gewinnt, für die größte Verbesserung, weil er am Anfang irgendwie viel schlechter war als am Ende, weil er sich vom ersten bis zum letzten 25 Minuten verbessert hat. Genau, das bin ich. Aber halt hier. Keine Ahnung, das... Achso. Du erinnerst dich doch an random Szene in Kalks Tagebuch. Wenn ich was lese, erinnere ich mich dran. Bei allem? Meistens. Ja. Also normalerweise erinnere ich mich an so gut wie alles. Gut, auf manches muss man mich ansprechen. Ich habe natürlich nicht immer alles bewusst im Gedächtnis. Aber ich bin sehr gebildet. Nicht, dass das irgendjemand was damit zu tun hätte. Ich hatte nur meine komplette Grundschulzeit keine Freunde und habe deswegen gelesen. Trauriges Leben eines Kindes. Aber ist schon. Lustig, tralalalalalalalal. Bald ist Nikolaus. Okay, nee. Ist am besten Monat zu spät. Nein. Da bin ich nur 11 Monate zu früh. 12. Leg mal ein bisschen in die Nähe vom Mikro. Ich rede in die Nähe vom Mikro und außerdem habe ich zu viel gekifft. Einfach nicht zu krass über das Mikro reden, dann ist alles gut. Und außerdem... Oh nein, ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Mein Leben ist scheiße. Ich gehe als... Ich habe schon wieder vergessen zu speichern. Bist du dumm? Ja. Lernst du jemals in deinem Leben irgendwas dazu? Nein. War mir klar. Lustig, tral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 
sie kommt von da. Sie macht das. Okay. Will sie mich verarschen? Auf jeden Fall. Ich werde das nicht mehr lange überleben. Ah, ich habe sie überlebt. Ich hätte nicht hochspringen dürfen. Sie tut das. Das ist voll. Der Endboss in Monster Hunter World ist nicht so schwer. Aber der Endboss in Monster Hunter World ist auch ungefähr der leichteste Gegner im gesamten Spiel. Fail. What the fuck? Der Endboss ist der leichteste? Ja. Die haben alles falsch gemacht. Die haben. Also wirklich, das ist kein Gegner. Das ist traurig, was man da für ein Gemetzel veranstalten kann. Mit dem, das sind... Vor allem erstmal so relativ harte, naja, im Verhältnis harte Gegner davor. Als Pre-Bosse quasi. Wo man so merkt, aha, krass. Und dann so der als Gegner so sieht gut aus, keine Frage. Hat auch krasse Attacken und so, ist aber eigentlich viel zu langsam, als dass man wirklich von denen getroffen werden würde. Also braucht man keine Angst zu haben vor, ist ganz lieb. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Außer, ich habe vergessen zu speichern. Junge, wie speicherst du es nicht eigentlich? Frag nicht. So. Oh, man kann diesen Gegner einfach so. Warte mal. Achso, der geht so. Egal wo ich bin, der geht gar nicht so über mir runter. Der zielt gar nicht auf mich. Ach, der ist einfach geskriptet. Okay, das ist technisch auch viel einfacher zu programmieren. Der ist einfach geskriptet und hat kein Verhalten, bei dem er mich irgendwie anvisiert. Das liegt jetzt nicht an der Faulheit der Entwickler, sondern es ist einfach ein älteres Spiel. Außerdem macht es das Ganze viel einfacher. Für Leute, die gerne Skripts auswendig lernen. Macarena. Für alle, die wissen wollen, was das jetzt mit Macarena zu tun hat, fickt euch ins Knie. Sag mal, ich lerne mich jetzt nicht im Part noch abschließt, weil wir den in 30 Minuten enden werden. Ach Quatsch. Ivo! Ich weiß, mein Nachbar kennt. Ivo. Das hast du gut gemacht. Ivo ist. So. Deutsch für ach Quatsch. Soll ich den Part beenden? Ja, den Rest machen wir im nächsten Part, liebe Leute, in der Makrozone. Tschüss. Und. Ja, wir machen jetzt mal hier einen kleinen Versuch. Für alle, die das Video bis zum Ende schauen, schreiben jetzt in die Kommentare Hashtag Fabian ist fett. Zusammengeschrieben. Für alle, die das Video jetzt noch schauen. Einmal am Schauen, wie viele jetzt noch schauen. Und wie viele Leute der Meinung sind, dass Fabian fett ist. Ist es nicht? Ganz klar. Aber einfach für Marktzwecke. Wie eine Freundin von mir immer sagt, er ist nicht fett, er ist gut gebaut. So sieht's aus. Und damit herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und mit dieser tollen Lüge macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ihr habt mich begraben.